hallodeutschschule.ch. Podcast Niveau A1. Dialog 1. Am Bahnhof. Achtung, Achtung! Der Schnellzug nach Zürich fährt planmäßig um 16.15 Uhr ab. Achtung, Achtung! Die S9 verspätet sich um 5 Minuten. Sie kommt statt um 12.20 Uhr um 12.25 Uhr am Bahnhof an. Entschuldigen Sie die Verspätung. Vorsicht, auf Gleis 3 fährt der Intercity nach Lugano ab. Vorsicht auf Gleis 3. Zugsabfahrt. Hallo, Emil. Ich nehme jetzt die S8 bis nach Thalwil. Ich steige dort um und nehme dann den ICE. Um 9.35 Uhr komme ich in Luzern an. Holst du mich am Bahnhof ab? Achtung auf Gleis 5. Bitte treten Sie vom Gleis zurück. Der Schnellzug hält nicht an und fährt durch den Bahnhof. Hallo, Mami. Ja, Mami, kein Problem. Ich kann schon selber Zug fahren. Ja, ich steige in Basel aus und komme rechtzeitig an. Mach dir doch keine Sorgen. Achtung, Achtung! Der Regionalexpress hat einen Elektronikschaden. Bitte steigen Sie nicht ein. Der Zug muss zur Wartung ins Depot. Steigen Sie nicht ein und warten Sie auf den Ersatzzug. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Hör zu. Das richtige Präfix erkennen. Wann stehst du am Montag auf? Ich stehe am Montag immer um 7:30 auf. Wann fährt dein Bus ab? Mein Bus fährt um 10:50 ab. Wann fängt die Deutschstunde an? Die Deutschstunde fängt um 12:45 an. Wann siehst du fern? Ich sehe von 20 bis 22 Uhr fern. Wann kaufst du im Supermarkt ein? Ich kaufe immer am Montag ein. Wann schläfst du aus? Ich schlafe am Wochenende aus. Kurzdialog. Räum dein Zimmer auf. Räumst du das Zimmer auf? Ja, Mutter, ich räume das Zimmer gleich auf. Nein, nicht gleich. Du räumst jetzt sofort das Zimmer auf. Hör zu. Der Tagesablauf von Hans Meier. Das ist Hans Meier. Er ist 69 Jahre alt und Rentner. Er muss nicht mehr arbeiten und bekommt eine Rente.
Das ist sein Tag. Er steht heute um 7:30 auf. Nach dem Frühstück liest er die Zeitung. Um 9:45 sieht er fern. Er mag Sendungen am Vormittag. Dann isst er um 11:45 zu Mittag. Er mag Fleisch. Heute gibt es ein Steak. Am Nachmittag geht er um 2:40 in den Park spazieren. Das Wetter ist schön und die Sonne scheint. Am Abend um 7:10 geht er in den Supermarkt und kauft Lebensmittel ein. hallodeutschschule.ch Podcast Niveau A1 Bildbeschreibung mit Possessivartikel. Sieh das Familienfoto an. Das Bild zeigt meine Familie. Ich stehe vorne in der Mitte. Es ist mein Geburtstag. Ich werde 9 Jahre alt. Mein Rock ist rosa und mein T-Shirt ist weiß. Meine Haare sind lang und braun. Ich bin klein. Wir Kinder stehen vorne und die Erwachsenen hinten. Mein Cousin trägt eine Brille. Seine Haare sind blond. Sein T-Shirt ist gelb und seine kurze Hose ist blau. Meine Cousine ist groß und dünn. Ihre Haare sind schulterlang und rot. Ihre Hose ist grün und ihr Pullover ist rot. Mein Bruder trägt eine Baseballmütze. Seine Jacke ist braun und seine Hose ist dunkelblau. Seine Haare sind schwarz. Meine Großeltern stehen hinten in der Mitte. Mein Großvater heißt Hans. Sein Hemd ist rot und schwarz kariert. Seine Haare und sein Bart sind grau. Seine Brille ist schwarz. Meine Großmutter heißt Erika. Ihre Haare sind grau. Ihr Pullover ist dunkelgrau. Ihr T-Shirt und ihr Rock sind schwarz. Ganz links steht meine Tante Sophie. Ihre Haare sind lang und rot. Ihr Kleid und ihr Schal sind schwarz. Ihre Haut ist sehr hell. Mein Onkel trägt auch eine Brille. Sein Hemd ist hellblau und seine Krawatte ist rot und schwarz gestreift. Sein Bauch ist dick. Seine Haare sind kurz und blond. Meine Mutter steht ganz rechts. Ihre Bluse ist rot und ihr Rock ist schwarz. Ihre Augen sind groß und blau. Mein Vater hat schwarze Haare. Sein Pullover ist braun. Seine Hose ist dunkelgrau und seine Schuhe sind schwarz. hallodeutschschule.ch Podcast Niveau A1
Höre das Gespräch zu. Hallo? Hallo, Tina. Hier ist Daniel. Wie geht's? Hallo, Daniel. Gut, danke. Und dir? Auch gut. Was machst du? Ich koche etwas zu Mittag. Und du? Ich mache gerade die Hausaufgaben. Aber ich verstehe sie nicht. Deshalb rufe ich auch an. Verstehst du sie? Ja. Kannst du mir helfen? Ja, sicher. Aber im Moment bin ich gerade am Kochen. Klar. Und erklären am Telefon ist auch schwierig. Können wir uns später im Café treffen? Ja, gut. Wo und wann? Im Café Lou. Um 16:30. Das ist ein bisschen spät. Ich gehe am Abend in die Yogastunde. Können wir früher abmachen? Um 3:30? Einverstanden. 3:30 ist gut. Aha, du machst Yoga. Ja, immer am Montag und Mittwoch am Abend eine Stunde. Gut, ich muss jetzt kochen. Bis später. Danke und bis dann. Tschüss. Hallo Deutschschule. .ch Podcast Niveau A1. Die Bestellung. Guten Tag, was möchten Sie bestellen? Ich nehme einen Fruchtsalat, bitte. Möchten Sie dazu noch etwas trinken? Ja, ich trinke ein Wasser mit Kohlensäure, bitte. Und Sie? Was nehmen Sie? Ich trinke einen Kaffee ohne Milch und dazu esse ich einen Kuchen. Ja, gerne. Wir haben Schokoladenkuchen oder Rührblikkuchen. Den Schokoladenkuchen, bitte. Danke. Warten Sie einen Moment. Ich bringe Ihnen gleich Ihre Bestellung. Dialog 2. Wer möchte einen Kaffee? Nein, danke. Ich möchte keinen Kaffee. Ich nehme nur ein Wasser, bitte. Mit oder ohne Kohlensäure? Bitte mit. Und du, Hans? Nimmst du einen Kaffee? Ja, gern. Mit Milch und ohne Zucker. Bitte. Ich nehme eine Cola. Bitte mit viel Eis. Dialog 3. Können wir bezahlen, bitte? Ja, gern. Bezahlen Sie zusammen oder getrennt? Getrennt, bitte. Wer bezahlt was? Ich bezahle das Stück Pizza, die Portion Pommes, die Tasse Kaffee und die Dose Cola. Und ich bezahle den Teller Pasta, den Becher Eis, das Glas Orangensaft und die Flasche Soda. Hallo Deutschschule. .ch Podcast Niveau A1. Nach dem Weg fragen. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo hier die Apotheke ist? Ja, klar. Gehen Sie in den zweiten Stock. Dort ist die Apotheke in der Mitte. Wie viel kosten die Angebote? Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
herzlich willkommen im Einkaufszentrum Kaufrausch. Auch diese Woche haben wir für Sie viele tolle Sonderangebote. Wir beginnen im ersten Stock. Kommen Sie ins Fastfood-Restaurant. Beim Kauf von einem Menü bezahlen Sie für einen Donut Ihrer Wahl nur 50 Rappen. Noch nie war ein Dessert so günstig. Die Donuts gibt es für nur 50 Rappen mit Schokolade, Vanille oder Zuckerguss. Das Kino 3D hat diese Woche eine einmalige Aktion. Diese Woche bezahlen Sie für eine große Schachtel Popcorn nur 4 Franken. 4 Franken ist die Hälfte vom normalen Preis. Besuchen Sie im zweiten Stock den Kleiderladen Fashion. Hier kostet ein paar Turnschuhe von Gepard nur 109 Franken. Tiefpreisgarantie. In keinem anderen Geschäft finden Sie dieses Modell unter 109 Franken. Im Kiosk gibt es für die Schleckmäuler unter Ihnen ein ganz besonderes Angebot. Ein Sack mit Bonbons und Süßigkeiten nach Wahl kostet pro 100 Gramm heute nur 2,50 Franken. Wo sonst bekommt man 100 Gramm Süßigkeiten für nur 2,50 Franken? Im Supermarkt erhalten Sie diese Woche für Ihre Einkäufe ab 99 Franken 10% Rabatt. Kaufen Sie Ihre Lebensmittel immer frisch. Kommen Sie diese Woche und ab 99 Franken sparen Sie 10%. Im vierten Stock ist unser Elektronikfachgeschäft. Diese Woche ist ein Tablet im Sonderangebot. Es kostet nur 387 Franken. Damit können Sie lesen, im Internet surfen, Ihre E-Mails beantworten und noch vieles mehr. 387 Franken sind wirklich wenig für so einen Alleskönner. Nutzen Sie diese Chance und bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Technik. Jetzt ist Sommer. Die Sonne scheint. Ob beim Wandern oder Baden, sich gegen die UVA- und UVB-Strahlen zu schützen, ist wichtig. Deshalb hat unsere Apotheke eine Sonnencreme im Sonderangebot. Die Sonnencreme Sundown 40 kostet nur 25 Franken. Sie schützt Ihre Haut vor dem Altern und vor Sonnenbrand. Für 25 Franken können Sie das schöne Wetter unbeschwert genießen. Unser letztes Sonderangebot finden Sie im Möbelladen. Hier kostet ein Bürostuhl nur 449 Franken. Die Höhe lässt sich verstellen und er ist von bester Qualität. Sie sitzen lange? Dann sind die 449 Franken eine gute Investition für Ihren Komfort und Ihre Gesundheit. Dialog 3. Im Kleiderladen. Grüezi. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Ich brauche eine Jacke. Hier sind die Jacken. Welche Farbe gefällt Ihnen? Ich mag blau oder schwarz. Welche Kleidergröße haben Sie? Ich glaube 48 oder 50. Probieren Sie mal diese Jacke an. Und? Passt sie Ihnen? Nein, sie ist zu groß. Aber sie gefällt mir gut. Hier, probieren Sie eine Kleidergröße kleiner. Ja,
Jetzt ist es die richtige Größe. Wie viel kostet die Jacke? Sie kostet 340 Franken. Das ist aber teuer. Ich gebe Ihnen 10% Rabatt. Dann kostet sie noch 306 Franken. Das ist ein gutes Angebot. Ich kaufe sie. Kommen Sie bitte mit zur Kasse. Bezahlen Sie bar oder mit Karte? Mit Karte, bitte. Vielen Dank. Hier haben Sie Ihre Quittung. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dialog 4. Was kaufst du? Ich kaufe das Hemd. Ich kaufe die Schuhe. Ich kaufe den Koffer. Ich kaufe die Hose. Ich kaufe das T-Shirt. Ich kaufe die Jacke. Ich kaufe die Krawatte. Ich kaufe die Socken. Ich kaufe die Baseballmütze. Ich kaufe den Badeanzug. Ich kaufe die Handtasche. Ich kaufe die Stiefel. Ich kaufe den Hut. Ich kaufe den Rock. Ich kaufe den BH. Ich kaufe die Halskette. Ich kaufe das Halstuch. Ich kaufe das Kleid. hallodeutschschule.ch Podcast Niveau A1. Wohin gehen die Personen? Dialog 1. Hallo Daniel, wie geht's? Hallo Tina, gut, danke. Ich möchte ins Schwimmbad gehen. Kommst du mit? Nein, ich kann heute leider nicht. Ich habe am Nachmittag Deutschkurs. Ah, okay. Dann vielleicht ein anderes Mal. Ich gehe immer am Montag und am Mittwoch ins Schwimmbad. Am nächsten Montag komme ich gern. Dann habe ich keinen Deutschunterricht. Dialog 2. Michael, steh jetzt auf, sonst kommst du zu spät in die Schule. Ich kann heute nicht in die Schule gehen. Ich glaube, ich bin krank. Dialog 3. Guten Tag. Wir machen eine Umfrage im Einkaufszentrum. Haben Sie kurz Zeit? Es gibt als Belohnung einen 10% Rabatt in allen Geschäften. Ja, aber wirklich nur kurz. Wie heißen Sie? Ich heiße Lisa. Wie oft besuchen Sie unser Einkaufszentrum? Etwa 3-mal pro Woche. Ich wohne gleich in der Nähe und gehe hier ins Fitnesscenter. Aha. Sie gehen heute also nur ins Fitnesscenter? Nicht nur. Ich muss auch noch in die Apotheke. Mein Freund ist erkältet und liegt zu Hause im Bett. Ich kaufe in der Apotheke ein Medikament für ihn. Dialog 4. Hallo, Schatz. Hallo, Fred. Wann kommst du heute nach der Arbeit nach Hause? So um 6. Nach der Arbeit gehe ich noch in den Möbelladen und hole das neue Sofa ab. Ach so. Kannst du auch noch kurz in den Supermarkt gehen? Ja, klar. Der ist gleich um die Ecke.
Was brauchen wir denn? Wir haben keine Milch mehr. Und wir brauchen noch Brot für das Frühstück morgen. Und ein Kilo Tomaten und noch ein paar Karotten.